Hallo, hier ist die Christine von der Kunstwerkstatt Resonant Arts. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem kurzen Video. Ich möchte euch gerne teilnehmen lassen an meiner Art Supply Tasche, an meiner Reisetasche, die ich mir selber gebaut habe, basierend auf einem Video mit einem ganz tollen Holzkasten, der all die Funktionen hat, die ich jetzt sozusagen mit Pappe nachgebastelt habe, weil der Holzkasten sollte 699 € kosten. Die habe ich natürlich nicht, aber ich fühlte mich doch sehr inspiriert, mir so eine Tasche zu machen. Und ja, meine Lichtverhältnisse sind heute ganz schlecht, weil meine Ringleuchte ist kaputt gegangen. Ich hoffe, dass das ausreicht. Deswegen hier so eine zusätzliche kleine Lampe. Ja, die Tasche sieht so von der Seite aus, von vorne. Und hier ist noch ein Pinselhalter, das zeige ich euch aber auch gleich. Und das wird hier mit solchen Magnetverschlüssen, kann man das auf- und zu machen. Und ich zeige mal einmal, wie es von vorne aussieht. Ja, so sieht es jetzt aus mit den Schubladen eben halt, hier mit den Zügen. Und jetzt muss ich das einmal hochstellen, damit ich auch alles auspacken kann und zeigen kann, was ich so in meine Tasche reingepackt habe. Ja, wo fangen wir an? Also ich habe hier kleine Schubladen und zum Beispiel diese beiden hier, die kann man sich nehmen, um sich so eine kleine Staffelei zu bauen. Das mache ich jetzt einfach hier dran. Dann brauche ich noch eine Klammer. Hier ist noch ein kleines Teppichmesser drin. Und hier kann ich so eine ganze Schublade rausziehen, wo ich jetzt so ein paar Malblöcke habe und ja, so ein paar Malboards, Pappen. Und ja, genau, das kann ich dann auch einfach so wieder da reinschieben. Und wenn ich jetzt malen möchte, dann nehme ich mir hier mal so als Beispiel so ein Blatt Papier. Das kann schon wieder da rein, muss man allerdings gerade rein machen, sonst hakt es ein bisschen. Und dann habe ich hier ein Holzbrett. Jetzt kann ich das hier hinstellen, entweder mit Washi-Tape das dann festkleben oder eben halt mit so einer Klammer und könnte jetzt hier eben halt anfangen zu malen. Und ja, ich habe natürlich allerhand hier drin in den Schubladen ein bisschen Taschentücher zum Abwischen. Ich muss es mal gerade so machen, dass es mir hält. Ein paar Aquarellbuntstifte, weil ich die doch am häufigsten einsetze. Ein paar Alkoholmarker. Reisepinsel, die zeige ich jetzt gleich auch. Das sind Wassergläser, die wollte ich eigentlich auch mit Magneten an der Seite festmachen, aber die sind leider tatsächlich zu schwer, aber man kann es ja auch hier noch mit hinstellen. Und ja, was habe ich hier noch? Ein Washi-Tape, dann ein paar Büroklammern und so ein paar Musterbeutelklammern. Ah, das hat total Spaß gemacht, die Kiste irgendwie einzuräumen, als die endlich fertig gebastelt war. Ja, dann habe ich hier noch eine Malpalette drin. Die habe ich mir auch selber aus Pappe gemacht. Da ist eine Folie drauf, so dass ich ja das eben halt wasserdicht auch ist, ne? Und ich da ganz normal eben halt meine Farben drauf machen kann, das so festhalten kann. Und da gibt es eben halt auch ein Fach für, das ist zusammen mit dem Brett in einem Fach. Und ja, dann habe ich hier solche Kisten, solche Tabakkisten, und da habe ich jetzt ein paar Acrylfarben drin. Das ist so ein Rubber-Medium, also für Aquarellmalerei. Das sind die Aquarellfarben von Viviva Colors. Und natürlich einen Aquarellmalkasten habe ich hier drin. Da sind jetzt allerdings die Gouache-Farben drin, weil Aquarellfarben habe ich ja die von Viviva Colors. Und ja, dann gibt es noch eine Die muss man irgendwie in der Reihenfolge reinsetzen, warum auch immer. Dann gibt es noch eine zweite so eine Kiste. Und da habe ich ein Lineal, zwei kleine
Leinwände, noch eine dritte Leinwand, eine Schere, ein paar Holzstäbchen, Wattestäbchen. Und das ist mein Pinselbehälter, den man eben halt auch jetzt hier an die Seite machen kann. Also man kann hier einfach die Deckel abschrauben. Und hier an der Seite sind Magneten und da hält das drin fest. Und anders als die Gläser ist das eben halt Alu und insofern sehr leicht. Und ich habe hier so ein paar Reisepinsel und die kann ich dann beim Malen hier einfach abstellen. So dass ich die nicht festhalten muss. Oder manchmal kann man ja, hat man ja auch keine Ablagefläche. Und hier unten ist halt ein so eine Schlaufe, wo ich auch noch einen Pinsel reinstecken kann, wenn ich es möchte. Die ist ein bisschen zu eng geworden, da müsste ich mal noch einen schmaleren Pinsel irgendwie mir besorgen. Oder ich muss mal in meine Pinselkiste gucken, ob ich einen habe. Ja, aber so ist das ganz schick. Und ja, dann habe ich noch eine kleine Schublade. Da sind jetzt allerhand Marker drin, einen goldenen, einen silbernen, zwei schwarze, einen Feinliner, Jelly Roll, also für weiße Highlights. Dann ist das ist ein Radiergummi, Druckbleistift, Radiergummi oder ein Druckradiergummi. Ne? Da kommt der hier vorne raus. Ganz praktische Sache und kann man schön fein mit radieren. Und genau, das ist in der letzten kleinen Schublade. Und das war es auch schon. Aber ich finde das so toll. Also ich mag ja mir selber solche Sachen auszudenken. Es hat jetzt so 3 Nachmittage, habe ich da jetzt dran rumgewerkelt, bis das alles... ja, dekoriert dann auch war. Ich wollte es natürlich auch nicht so schlicht lassen. Ich habe es einmal komplett in einer Farbe auch gestrichen, damit es so ein bisschen einheitlichen Look eben halt hat. Und ja, das wird jetzt so mein Kästchen sein, was ich mitnehme, wenn ich nur an See fahre oder eben halt ins Freibad oder so fahre, dann werde ich das mitnehmen und habe so schön sortiert halt alles mit dabei. Das finde ich irgendwie voll cool. Und ja, vielleicht lasse ich mir hierfür noch irgendwie was einfallen, wo ich das, wie ich das irgendwie an der Seite aufhängen könnte. Also mit den Magneten funktioniert es nicht. Aber ich schätze mal, dass es ja irgendeine andere Möglichkeit noch geben wird. Muss ich noch mal ein bisschen mein Hirn anschmeißen. Ich hätte es halt lieber hier an der Seite, weil dann hat man hier den Platz. Und ja, sehr multifunktional, wie ihr seht. Und ich würde das am liebsten irgendwo hin in Auftrag geben. Mir das aus Holz irgendwie herstellen lassen. Aber das würde wahrscheinlich auch ein Vermögen kosten, nehme ich mal an. Insofern, ja, musste jetzt irgendwie das her. Erstmal aus Pappe und aus so ein paar Sachen, die ich eh in meiner Werkstatt hatte. Und ich finde, die ist total toll geworden. Ich hatte ja auch schon mir so ein Washi-Tape-Board gebaut. Und da hat mich auch einige gefragt, ob es dazu ein Tutorial gibt. Und nein, zu solchen Sachen kann ich kein Tutorial machen, weil das einfach, ich kann ja nicht 3 Nachmittage Filmmaterial hier irgendwie machen. Und ich habe so viele Pausen dazwischen auch gehabt, wo ich dann immer wieder überlegen musste, wie könnte es jetzt weitergehen. Ich kann euch ja mal gerade mein Washi-Tape-Regal auch zeigen. Das sieht irgendwie so aus. Ne? Da sind also hier die ganzen Washi-Tapes und hier unten sind aus alten Milchtüten eben halt Schubladen, wo ich so ein bisschen Ephemera mir reingepackt habe, so ein paar Sticker. Und ja, da wird es eventuell noch mal ein Tutorial zu geben, vielleicht nicht in aller Gänze mit dem Washi-Tape-Regal. Ich meine, im Grunde genommen erschließt sich das auch eigentlich ein bisschen von selbst. Ist halt alles auch aus Pappe gearbeitet. Die Knöpfe gibt es bei Action hier. Also auch eine schöne Sache. Auch so ein schönes DIY-Projekt.
Und das steht jetzt hier immer auf meinem Schreibtisch. So sehe ich meine Washis. Und ja, genau. Und jetzt habe ich diese Tasche gebaut. Aber dazu werde ich definitiv kein Tutorial machen, weil das war einfach viel zu viel Arbeit und das könnte ich überhaupt nicht erklären. Aber vielleicht könnt ihr ja auch so wie ich. Ich hatte ja auch jetzt nur dieses Video von von so einer Holzkiste. Da hat die aber auch nur gezeigt, wie die Holzkiste fertig aussieht. Genauso wie ich jetzt gezeigt habe, wie das hier fertig aussieht. Und ich habe mir dann so Screenshots gemacht, damit ich so eine leichte Orientierung habe. Und ja, fällt auch vorne nichts raus. Also die Magnete halten wirklich super. Ja, das war es von mir für heute. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Inspiration mitnehmen. Habt vielleicht auch mal Lust, so ein Projekt anzugehen, wo man wirklich ein bisschen ja überlegen muss, wie man das alles irgendwie baut. Was man viel braucht, ist Pappe, 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 nochmal Pappe. Und ja, ich habe halt, wie gesagt, so ein paar kleine Zigarrenkistchen irgendwie noch hier gehabt, die ganz gut passten. Genau, ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ja, und der Algorithmus freut sich natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich auch über ein Abo. Macht es gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.